Warte. Ich hab jetzt meinen Timer. Nur mal kurz gerübst. So. Hallöchen und herzlich willkommen hier in Assassin's Creed Brotherhood. Ich weiß gar nicht, ob ich zu nah am Mikrofon bin. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist gut. So, wir laufen gerade zu unserem Plan. Und wir den Franzosen wieder die Frau von Bartholomew wegnehmen. Genau da haben wir gestern drüber gesprochen. Ich sage natürlich gestern. Für mich war es vor 20 Minuten, weil ich gerade noch das Video von... für euch ist mittlerweile vorgestern. Weil ich gerade noch das Video von vorgestern hochlade. Da ist es nämlich zeitlich ein bisschen knapp geworden. Und ich würde das gerne heute noch veröffentlichen. Nicht, dass das zu spät kommt. Das wäre natürlich wirklich sehr ärgerlich, aber es ist gerade am Hochladen. Also es sollte eigentlich, wenn jetzt nichts mehr schief geht, kommt das pünktlich. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ich habe extra meine Freundin auf dem Balkon verbannt, damit ich in Ruhe aufnehmen kann. Die sitzt übrigens immer noch auf dem Balkon. Die sonnt sich da so wunderschön. Wer jetzt interessiert, wir haben aktuell den 1. April. Nein, das ist kein April-Scherz. Sie liegt draußen in der Sonne und genießt die frische Sonne. Es ist ein bisschen kühl. Wir haben ja aktuell 15 Grad, das ist ein bisschen kühl. Aber immerhin draußen scheint die Sonne. Und ich sitze hier in meinem dunklen Zimmer, extra Rolle in Not gemacht, damit es mich nicht stört. Und nehme für euch Assassin's Creed auf. Aber ich bin ganz froh, dass draußen die Sonne ist, weil dann kann ich nämlich die Freundin einfach unbedacht und ohne, dass ich mir Sorgen machen muss, auf den Balkon verbannen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache in Zukunft, wenn ich dann in Zukunft aufnehme. Ich produziere jetzt noch ein paar Folgen, damit ich noch ein bisschen für die nächste Woche gewappnet bin. Aber da brauchen wir in Zukunft auch mal eine Lösung. Muss ich mal gucken, was ich da machen kann. Okay, jetzt genug Real Life. Weiter geht's hier. Bartholomew mit den Franzosen. Aloha. Oh, die sehen ja hübsch aus. Na? Bring me a suit of that perverted armor. You are not wearing one. What? It is part of the plan. You surrender to us, we are bringing you to the Baron. Ah, yes. Then what? Your men attack on my signal. Bene. Go change into costume. Dawn approaches. Get into formation! Ay. Reach the French fortress. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. Verkleidet als Franzose. Mit Crossbow. So, jetzt ist nur die Frage, wo geht's denn? Ich folge mal denen einfach, ne? Wobei, eigentlich gehöre ich ja nach vorne. Weil ich trage ja die Superrüstung. Es wäre so geil, wenn man die Rüstung einfach freischalten könnte und nicht nur in der Mission tragen würde. Sondern, dass ich auch wirklich mit der rumlaufen könnte. Das wäre schon echt geil. Also ich sehe schon wirklich Hammer aus. Da kann man sagen, was man möchte. Ich mag Rüstungen. Was? Woran erkennen die uns? Fight! To my side! He's here! Ei. Oder hätte ich die jetzt im Vornherein fighten müssen? Ach, komm jetzt. Bewegung. Danke. Hä? Da! Ah. Hallo! We must follow the patrol. We cannot deviate or the Duke's men will know something is wrong. The Baron thinks Cesare will allow the French to rule Italy. He's so blinded by the trickle of royalty. So sieht das hier. Die sehen uns nicht, okay. Whatever the French may think, Cesare intends to be king. So. Da vorne sind mal wieder Gegner. Die uns nicht mögen. Ich versuche mal was. Ich gehe mal voraus. Weil da gerade der Kampf
nicht so gut funktioniert. Deswegen versuche ich mal. Hi. Your plan is brilliant. Was ist denn? I don't like you doing this kind of trick. I believe it's fair. Hä? Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Your plan is brilliant. But I don't like using this kind of trick. I believe it's fair fighting. May the best man win. Cesare and the Baron seem to have a different style. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was soll? I've heard that before. Ai, ai, ai. I will take care of him. Unauffällig. So. Da vorne ist der nächste Roadblock. Wenn wir schon mal hier sind. Geht das? Ja. Wie dumm. Es tut mir ein bisschen leid. Na, wenn wir schon mal hier sind, ne? Ja, lass mich. Das dauert immer so lange. Das ist der einzige Nachteil, dass es so ewig dauert. Weil die laufen jetzt gerade in den Roadblock. Und ich habe halt jetzt nur noch 30 Sekunden. Das ist jetzt ein krasses Problem. Aber die 30 Sekunden, die kriege ich genutzt. Die kriege ich genutzt. Hi. Habe ich gemerkt. Easy. So. Jetzt nehme ich nämlich noch den Schnellreisedings damit. Das ist wichtig. Damit wir schnell reisen können. Es tut mir leid, aber ich will ja schnell reisen. Ich nutze es nicht, aber ich will es trotzdem freischalten. Dass ich dieses ewig warten, bis ich mich da bewegen darf. Ja, 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 ich will ja, er rennt ja nicht. Jetzt rennen. Danke. So, ist das hier schon, wo wir hingehören? Ja, ne? Bestimmt. Hi. Na? Que venez-vous faire ici? Mes soldats, conduisent le capitaine italien à son excellence, le Baron. Il vous surround. What part of France are you from? Montréal! Open the gate! Where's my friend? There were a couple of French girls in Firenze. Natürlich. Chien d'Italien. Regardez-le! Il a honte de ce qu'il est! Aïe aïe aïe! Général Dalviano,
It seems that you have seen the light. Enough of your crap! Release my wife! Such entitlement from a man born with nothing to his name. Mine is worth its currency, unlike yours, which is counterfeit. How dare you? You think that commanding an army grants you nobility? Nobility comes from fighting beside your soldiers, not kidnapping a woman to cheat your way out of battle. Why don't you grow up here and release my wife? You savages never learn. Ai. Oh, jetzt greift er. Danke. Ezio, you have to save my wife. Take the rooftops. Alles klar. Hier. Wo denn? Weiß keiner. Ach, hier. Hi. Au. Das ist nicht fair. Mit Dreck wirft man nicht. Au. Open the gate. Kill the Baron without being seen. Ja. I'm invisible. Without being seen. Hi. Das ist halt so dumm. Das wird noch ein bisschen dauern. Das ist wieder so eine Stelle, die wird noch ein bisschen dauern. Oh Mann. Was weiß ich, wie ich da hinkommen soll. Ich glaube, hier lang ist das Einfachste, aber... Bestimmt so ein Zeitfenster, an dem ich hier durchkomme. I only wanted respect. Respect is earned, not inherited or purchased. Perhaps you are right. I need more time. Che tu sia pari nella morte, requiescat in pace.
Fantasileia! Don't ever disappear again. I was lost without you. Really? But you rescued me. Ezio came up with a brilliant plan. I did not. It was all your husband's idea. It was? You are my prince. Now I better earn that title. You will. Thank you. Darf ich die noch looten? Es hat noch gereicht. Ich sehe noch nicht, was drin ist. Ich hoffe, ich kann hier wieder zurückkehren. Oh, Portrait of the Baron available. Und Sequenz beendet. Ihr wisst genau, was das heißt. Das heißt neue Rüstung. Neue Rüstung. Hoffe ich. Aber Sequenz beendet. Ich finde ja schon, dass wir cool aussehen. So mal ganz nebenbei erwähnen. Sequence 7, the key to the Castillo. Oh, da sind wir wieder. Dieses Mal ganz, ganz geschmeidig bei uns zu Hause. Entschuldigung. Hallo. Oh, da ist gar kein Geld drin. Okay. Wir haben Money. Bitte, ist hier irgendwas drin? Prepare all. Ja, mach mal. Dankeschön. Amor. Ah. Plattenrüstung. Plattenrüstung. Ja, die hier müssen wir freischalten. Das ist richtig. Plattenrüstung. Wie kosten die? Ja, ist sogar machbar. Guck mal. Wir haben jetzt Plattenrüstung. Endlich. Endlich nicht mehr diesen Lederquatsch. Weißt du? So. Neue Waffen? Nee, das Mace interessiert mich nicht. Der Warhammer interessiert mich nicht. Ach, not enough money, deswegen. Heavy, heavy, heavy. Pff. Was haben wir denn hier? Den habe ich schon. Heavy, 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 heavy. Der ist nicht heavy. Der ist aber schlechter. Würde aber mehr Schaden machen. Der hier macht auch mehr Schaden, aber ist auch schlechter. Für das Captain Sword muss ich mir verdienen. Das Common Sword haben wir schon. Ja, also waffentechnisch ist irgendwie immer schwierig. Der Decker ist auch schlechter als das Butcher Knife, was wir gerade haben. Das ist ja alles komisch. Alles komisch hier. Okay. Und so sehen wir jetzt aus. Mit der Plattenrüstung. Ich überlege gerade. Ich glaube, mit der Plattenrüstung würde ich gerne wieder eine andere Farbe ausprobieren. Weil nämlich, ich finde, das Schwarz passt nicht zur Plattenrüstung. Das Schwarz passt nicht zur Plattenrüstung. Heißt, ich suche mir mal hier so einen Schneider. Und dann wird mal ganz kurz getestet, was wir denn jetzt für Farben uns aneignen. Und dann haben wir endlich die Plattenrüstung. Wir sehen endlich ordentlich aus. Jungs. So, gibt's neue Pouches? Knife Belt Upgrade. Wir benutzen die Knives sowieso nicht. Also, das spare ich mir erstmal. Soll ich mal weiß ausprobieren? Wie weiß aussieht. Ich gehe mal wieder zurück zu weiß. Nur kurz, um es anzugucken. Wie denn weiß so aussehen würde. So sieht weiß aus. Hm.
So ist das Assassinen weiß mit... Warum folgen die mir? Mann. Ich würde gerne mal in die Sonne. Ich will mal kurz in die Sonne. So sieht die weiße Rüstung aus. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ne? Ich probiere was aus. Aber nicht das Dunkle. Hier, der Gilde der Onyx, der ist zu dunkel. Der ist zu dunkel. So an sich, auf dem Bild sieht es gut aus, aber auf dem Bild hat er auch das Schulterding nicht und da hat das Brustding nicht. Er hat nur die Doppelklingen und dieses eine, meine Ding da auf der anderen Schulter. Ich probiere mal Roman Stone. Probier mal Roman Stone aus. Einfach, weil wir es gerade sowieso können. Habe ich jetzt noch genug für das Knife Upgrade? Ja, das hole ich mir auch noch mit dazu. Einfach, weil es da ist. Wisst ihr Bescheid, ne? So. Jetzt mal blau. Also die Rüstung ist halt schon sehr dominant. Das ist das Ding. Weil die Rüstung so... Die Rüstung ist unglaublich dominant. Aber ich glaube, mit dem Farbschimmer passt das. Weil man hier keine dominante Farbe hat. Du hast hier eine gute Mischung aus Blau und Braun. So hast du quasi ein Drei-Farb-Setup. Ich glaube, das ist gut. Noch lustiger fände ich es, wenn der linke Arm, der sich jetzt unter dem Cape versteckt, wenn der blau wäre. Das wäre noch lustiger. Okay. Genug Designer-Quatsch gemacht. Jetzt, wo ist die nächste Mission ist da hinten beim Thief. Ich würde aber, glaube ich, einen Kletterer zwischenschmeißen. Kann sein, dass hier neue Treasures nachspawnen irgendwie? Irgendwie wirkt das so. Ich würde gerne einen Kletterer zwischenschmeißen. Hier haben wir noch einen Kletterer übrig. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da sind. Bei den Layers of Romulus. Hier ist auch noch einer. Die sind alle so weit weg. So weit weg von der Hauptmission. Aber ich glaube, ich würde gerne den hier mit zwischenschmeißen. Da können wir auch gerne schnell reisen hier zum Tunnel. Wo ist denn hier der nächste Tunnel? Hier ist der Tunnel. Ja, dann gehen wir hier zum Tunnel und dann hoch zum nördlichen Layer. Da drüben ist der Tunnel irgendwo. So, wir sind jetzt erstmal ein bisschen blau. Wir laufen jetzt in blau durch die Gegend. Ich finde, in weiß ist das Ganze, das ist zu hell. Da fehlt mir der Kontrast. Deswegen, wir sind jetzt blau-braun. Da ist sowieso schon Kontrast mit drin und dann da ist das Silber dann ein echt guter. Hä? Da ist das Silber ein echt guter Kontrast. Ja. Da sind wir jetzt Design-Assassine. So, einmal schnell reisen in den Norden. Und zwar würde ich, glaube ich, gerne... Wo ist es denn? Das hier. Ach, den darf ich nicht. Dann... Der hier. Das müsste funktionieren. Ich hab gar nicht geguckt, wie viel Leben wir jetzt haben. Das ist okay. So, wo war denn der... Da hinten. Okay. Habe ich mir nicht gut genug gemerkt, wo wir hin müssen. Ich will jetzt nicht nochmal schnell reisen, das ist jetzt okay. Das kriegen wir gelaufen. Ne? Wir haben es ja auch nicht so eilig. Die Wölfe machen wir nächste Folge. Diese Folge kommen wir da jetzt irgendwie hin. Und dann ist auch gut. Ich finde mit Pferden reisen in der Stadt unglaublich anstrengend. Ja.
Geh weg. Mann, 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 Mann. Ich glaube, in der Innenstadt, da bin ich überhaupt noch unterwegs. Wir hätten auch noch ein paar Leonardo-Maschinen. Also, eine ist gerade auf der Karte markiert. Die wir so nebenbei ein bisschen mitnehmen könnten. Oh mein Gott. Ja. Flagge mitgenommen. So, wo finde ich denn... Wo finde ich denn den Leia of Romulus? Ei. Da hinten irgendwo. Nebenbei hier noch so einen Zettel mitnehmen. Hat er nicht gesehen. Und dann... Hier können wir Fettchen nehmen. Hier ist genug Platz. Wo muss ich denn da hin? Oh je. Das haben wir nicht gesehen. Haben wir nicht gesehen. Nee, nee, nee. Das haben wir nicht gesehen. Da kommentieren wir auch gar nicht drüber. Wir reiten einfach jetzt zu den Wölfen, machen hier einen kurzen Stopp bei unseren Assassinchen. Und schicken die nämlich auf die nächste Mission. Weil wir es können. So, Assassin. Du hast ein Level-Up. 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 Du hast sogar zwei Level-Up. Wow. Du hast ein Level-Up. Und du bist Level 1. Und wirst natürlich Ebony. Natürlich. Ja, wir haben sogar noch, wir haben noch 5 Tower übrig. 5 Upgrades übrig. Und schicken jetzt Barcelona. Ich weiß gar nicht, können wir mittlerweile Barcelona mit den Achtern? Ne, das reicht nicht. Das ist mir zu kritisch. Da werden die noch ein bisschen trainiert. So, hier für den Einsatz ist es zu schwer. Schicken wir den Fünfer hin. Moskau ist zu schwer. Paris. Haben wir eine normale Fünfer. Gucken, ob wir das hinkriegen. Ah. Ja, 97. Ist okay. London. Haben wir irgendwo eine Einser. Jawohl. Schicken wir die auf ihre erste Mission. Was haben wir in London noch? Eine Fünfer. Nee. Calicut haben wir 3er. Den 7er auf eine 3er schicken, ist natürlich auch Verschwendung. Irgendwo ein... Kann er den alleine? Nee. Kann er den alleine? Ja. Auf eine 3er mit Sternchen, das funktioniert. So. Pferdchen ist schon wieder weg. Aber wir sind ja auch schon direkt hier. Jetzt nur die Frage, wie kommen wir denn da so hin? Der Eingang war hier irgendwo. Ne? Was? Was? Bin ich dumm? Ach. Ja. Tschüss. Übrigens ist der Eingang da. Komm ich da hin? Habe ich mich letztes Mal schon gefragt. Stimmt nicht von hier, weil es nicht so aussieht, als würde ich von hier aus da hinkommen können. Das wird noch interessant. Wie ich da hinkomme. Platsch. Ich hab mich doch hier drauf
Stellen. Komm ich hier nicht hoch, oder was? Wow. Okay, hier ist auch nichts. Okay, das hier ist nur gemeint, um da hochzukommen. Da muss ich aber so und dann springen, ja. Und dann hier hoch. Und dann bin ich hier getrappt. Nein, ich komme hier nicht mehr raus. Doch, doch. Ja, so nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird jetzt lustig. Das wird jetzt richtig lustig. Haben wir das erste Mal richtig Parkour-Elemente? Jetzt ist nur die Frage, wie ich... Ja, okay, rauskomme ich auf jeden Fall. Also, das, ja, das sehe ich schon. Nur ich will ja auch zu den Wölfen kommen. Na gut. Die Frage stellen wir uns schon mal beim nächsten Mal. Also, ich werde mir die gleich auch noch mal ein bisschen stellen. Aber, nee. Aber für diese Folge wünsche ich erstmal noch einen wunderschönen Abend. Und hier ist eine Feder. Auch schön. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Assassin's Creed. Haut da rein. Tschüss.